Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Sucht und Ordnung. Joachim Bessing ist unser Gast heute, der Autor, Schriftsteller und Journalist. Joachim Bessing ist bekannt geworden durch das Buch Tristesse Royale, das er 1999 rausgegeben hat, das die Aufzeichnung von Gesprächen ist mit vier anderen Autoren, die damals im Hotel Adlon stattgefunden haben. Seitdem hast du so ein bisschen das Etikett des Schnösels anheften. In fast jedem Artikel über dich taucht es auf. Deine Zeit bei der Welt als Ressortleiter Stil hat vielleicht auch nicht dazu beigetragen, dieses Vorurteil abzubauen. Allerdings mit dem Buch Untitled, das 2013 erschienen ist, mit deinem Roman, ändert sich das in der Rezeption. Das Buch ist irgendwie so radikal, dass man dieses Ironische und Distanzierte, das man dir quasi immer so angedichtet hat, sich da verliert. Seit dem 1. Januar diesen Jahres schreibst du einen Blog, The Year Punk Broke, in dem du jeden Tag über deine Erlebnisse und Begegnungen sprichst. Warum hast du ausgerechnet dieses Jahr angefangen, täglich einen Blog zu schreiben? Ich habe vor ein paar Jahren die Webseite war.de gegründet mit Anne Waag und Ingo Niermann zusammen. Und da haben wir angefangen, literarischen Journalismus oder Journalismus, den wir über den Tag hinaus interessant fanden, zu archivieren, weil wir bemerkt haben, dass man vieles im Internet gar nicht mehr recherchieren kann, wenn einen was interessiert, weil es ist dann entweder hinter einer Paywall oder wurde gar nicht digitalisiert. Also haben wir angefangen, Texte aus Twen, aber auch aus Tageszeitungen, die es heute noch gibt, zu archivieren und dort reinzutun. Und die Seite wird sehr gut wahrgenommen. Viele Studenten der Journalistik oder politischen Wissenschaften recherchieren das dort. Und dann habe ich aber im Herbst letzten Jahres gedacht, ich muss da auch mal so ein Tagebuch draufschreiben, weil mich hat damals Abfall für alle sehr fasziniert, nur war das damals ja technisch alles noch sehr schwierig. Ich weiß noch, dass ich dann immer mal so, gab es glaube ich noch nicht mal Google, glaube ich, aber dann habe ich halt immer so jeden Tag in dieses Fenster reingeguckt mit meinem Dial-up-Modem, ob schon was drin war. Und dann habe ich das mit Ingo und Anne besprochen, wir sind alle drei Herausgeber und gleichberechtigt nach dem FAZ-Prinzip. Und dann fanden die das eine gute Idee und dann dachte ich, das ist auch für mich ganz gut, weil ich dann so eine tägliche Routine habe. Also ich schreibe das jeden Morgen um 6:30 und um 7:30 gebe ich es entweder Anne Waag oder Stefanie Rönnecke. Die haben die Woche unter sich aufgeteilt, die redigieren das dann und laden das hoch und dann steht es zur Verfügung. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, du hast bei der Welt gearbeitet. Man hatte immer den Eindruck, dass in der Welt diese ganzen Leute sich versammeln und dann Auskommen bekommen. Wie funktioniert das denn wirklich so? Also gibt es da einzelne Personen, die sich dafür interessieren und sagen, du oder als Autor bist interessant, also du, weiß ich nicht, Ronja von Rönne oder Friedrich Schwilden, ihr seid jetzt die Leute, die wir gut finden, wir bieten euch jetzt einen Vertrag an, ruft einen dann Ulf Poschardt an oder wie funktioniert das? Das weiß ich nicht. Ich habe damals eine Schwangerschaftsvertretung gemacht und bin einfach da geblieben. Das ist eigentlich auch ganz symptomatisch für meine Person. Der Schwilden, Herr Schwilden, Frederik mit zwei Accent aigu, ist gerade zum Fokus gegangen. Und Frau von Rönne, wie die da hingekommen ist, keine Ahnung, glaube über ihren Blog oder so. Ne? Also ich weiß gar nicht, wer da inzwischen für Kultur verantwortlich ist, weil ich muss auch sagen, ich lese die Welt nie, wie wahrscheinlich die meisten Menschen. Ne? Also das ist ja auch so ein Phänomen, das ist einfach so eine Zeitung, man kennt niemanden, der das macht. Ne? Das ist so wie Samsung Galaxy. Ich kenne auch niemanden, der ein Samsung Galaxy hat. Das ist auch dann vielleicht der Grund, weshalb Jan-Erik Peters, der Chefredakteur, der ehemalige der Welt, dass der jetzt eben diese Samsung Galaxy App macht. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Ich habe die Welt auch nie gelesen, als ich dort gearbeitet habe. Trotzdem gibt es immer wieder einige Artikel in der Welt, die rumgehen, unter anderem die schon genannte Ronja von Rönne, die einen Artikel über den Feminismus geschrieben hat, der, finde ich, relativ subjektiv war, der so eine, eigentlich eher eine ästhetischen, also der Titel war, warum mich euer Feminismus anekelt, glaube ich. Und das war so eine, eigentlich eine ästhetische Statement, so habe ich es zumindest verstanden und auch ein Statement dagegen, oder nicht zum Opfer gemacht werden zu wollen in sozusagen so einer Feminismusdebatte. Dann hat es eine wahnsinnige Empörung ausgelöst und man kann das jetzt für naiv halten, dass sie das so veröffentlicht hat. Auf der anderen Seite scheint das symptomatisch zu sein für viele Dinge, die gerade
gerade aus dem Kontext gerissen werden und wo man das Gefühl hat, es zielt eigentlich nur da auf Missverständnis ab, um sich empören zu können. Hm. In gewisser Weise war die Böhmermann-Sache vielleicht gar nicht so unähnlich. Glaubst du, dass man als Autor in Zukunft das mitdenkt, also diese sozusagen Empörung und alles, was nachkommt, dass man nicht mehr so naiv ist, einfach nuanciert oder ironisch zu schreiben, weil man Angst hat, immer missverstanden zu werden? Dann wäre man ein schlechter Autor. Ne? Also man soll ja so schreiben, als ob die eigenen Eltern schon tot sind, heißt es ja. Das ist ein guter Trick. Und bei Ronja von Rönne war das ja, das fand ich ja enttäuschend, aber halt auch typisch für Springer. Und die Springerpresse war dann, der Artikel war ja gut, weil ihre Position war ja zu sagen, sie ist für Egoismus. Und das ist natürlich eine gute Haltung erstmal, ob man jetzt ein Mann ist oder eine Frau. Und dann aber diesen Preis erst verliehen zu bekommen und auf der Preisverleihung zu sagen, ich nehme ihn aber nicht im eigenen Verlag und Friede Springer sitzt in der zweiten Reihe und Matthias Döpfner, ich weiß nicht, war so ein bisschen lame shit.